Das heutige Thema ist Haut, Haut und Menstruationszyklus, Haut und Hormone. Bestimmt hast du dich schon gefragt, warum es Bad Skin und Nicht-Bad Skin-Tage gibt, dass die Haut eben manchmal schlechter ist, manchmal besser. Die Eigenbeobachtung geht häufig dahin, dass es prämenstruell schlechter ist. Das stimmt auch. Ich bin Dr. Barbara Meyer-Lehmann, Hautärztin bei Dermagnostik mit Ratschlägen, Tipps, Erklärungen, wie immer man es nennen will, zu dermatologischen Themen. Bei Hautproblemen, Unklarheiten, ob Hautprobleme durch Hormone mit hervorgerufen sein kann, können wir dich gerne hier bei uns in der App beraten. Die Haut im Menstruationszyklus beginnen wir mit der prämenstruellen Phase, also die Woche vor der Menstruation, wo erfahrungsgemäß die Haut am öligsten, am Fett, am seborrischen ist und auch dadurch Pickel entstehen können. Das hängt mit hormonellen Schwankungen zusammen. Der Östrogenspiegel ist niedrig. Der Testosteronspiegel, der für die Seborrhoe verantwortlich ist, ist hoch. Mit Beginn der Menstruation fällt dieses Hormonlevel ab. Das heißt, die Haut erscheint einem eher trocken in Zeiten der Menstruation und eine gewisse Blässe kennt auch jede Frau, dass man in dieser Zeit nicht besonders gut aussieht oder eben die Haut nicht strahlt. Das baut sich aber wieder auf. Mit dem Ende der Menstruation beginnt die präfollikuläre Phase. Der Östrogenspiegel steigt und damit bekommt das Hautbild auch ein gewisses Strahlen, den sogenannten Glow, und erreicht den Höhepunkt gegen Mitte des Zyklus, 14. bis 16. Tag, zur Zeit des Eisprungs, wo die Haut eben, was die Hormone angeht, am besten versorgt ist, was sich auch in einer deutlich besseren Optik zeigt, bis dann eben wieder die prämenstruelle Phase mit den Problemen und die menstruelle Phase auch mit den Problemen einsetzt. Es sind also ganz natürliche Phasen, die jede Frau in jedem Zyklus durchlebt. Es hat jede Phase was Gutes. An manchen eben strahlt die Haut, bei anderen in anderen Phasen nicht so sehr. Aber eben es ist ja ein permanenter Wechsel, der stattfindet. Wenn du dich fragst, was kann ich denn dagegen tun? Das ist, beobachte deine Haut in den Zeiten, wo die seborrhoische Phase ist, eher auf reichhaltigere Cremes, Packungen, Ähnliches, eher verzichten, keine Masken machen. In den Zeiten der Menstruation oft auch von der Natur vorgegeben, dass man mehr ruhebedürftig ist, etwas mehr schläft, was mit Sicherheit sich auch gut auf die Haut auswirkt. In solchen Zeiten auch mit Kaffee, Alkohol eher ein bisschen zurückhaltend ist, um die Haut eben ein bisschen sich selbst und die Haut zu verwöhnen. Und da geht es natürlich auch mit Änderung des Zyklus wieder hervorragend und schön weiter. Manchmal gibt es Phasen, wo die Haut trotz gesunder Lebensführung prämenstruell stärkere Probleme macht, zunehmend Pickel auftreten. Dann scheu dich nicht, dermatologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man kann punktuell, phasengerecht auch eben eine temporäre Akne ganz gut behandeln. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und hier geht's zum nächsten Video.